Ihr habt da vorhin schon so einen Operator. Sie haben ein Auge in meinem Gehirn aufgerissen. Ich sehe einen Himmel voll mit Zähnen. Er kommt näher. Vielleicht ist es das, was Sie auch sehen. Ich habe Hunger. Ich habe immer Hunger. Ich warte, MU. Sie werden rauskommen. Sie können nirgendwo hin. Sie können nirgendwo hin. Hast du irgendwelche Störungen oder so? Also das heißt, er ist auch da. Mann! Alle Daten, die durch die Station laufen, werden hier gespeichert. Redundante Backup-Server befinden sich in Modulen, die bei einer katastrophalen Fehlfunktion ausgestoßen werden. Dass das noch nicht der Fall ist, zeigt, wie sehr Alex sich der Realität verweigert. Siehst du da heute los? Ivy, St. Christopher, protect me. Gott, ich schätze mal, das ist... Lassen Sie bitte den neuen rein. 6382. Die versteckten eierne Codes immer so gut, ne? Wahnsinn. Der ist nicht mehr ganz frisch. Fies! Akande ist ein netter Kerl. Wer kann es ihm schon verdenken, dass er aus der Korrektur raus will und einen echten Schreibtisch möchte, statt einen aus Pappe? Er hockt da draußen ganz allein und dreht Däumchen. Er tut mir echt leid. Du solltest versuchen, netter zu ihm sein. Ich mag keine fiesen Leute. An Zachary West, das ist der, was vor der Tür da draußen liegt. Von Ivy Song. Oh, schau mal, eine Schatzsuche. Oh Gott, das haben wir aber schon gelesen. Baller sie weg. Fabrikatorplan für Munition für den Jägerin-Bolzenwerfer. Ich glaube, die habe ich auch schon, oder? Also, warte, schauen wir nochmal, sonst hat es eh nichts gegeben. Na, keine Programme oder so? Nö. Okay, Mimik. Hey, ich schwöre, ich hab da so einen Operator fliegen gesehen, aber könnte ja sein, dass dieser Guter war. Ah, okay. Beantrage neuen Operator. Transfer Kobold 41. Dankeschön. Schauen wir mal da unten rein. Aha, für was? Gegen wen kämpfen die denn da? Ganz kurz. Weil der Phantom hat auch gegen irgendwas da kämpft, aber ich weiß auch nicht, gegen was das war. Was war das jetzt? Ein Technopath oder? Technopath. Die Zeit muss sein, meine Lieben. Sicher Nullwellen, oder?
EMP. Ich merke mir nicht, weil Technopath ist EMP und der Telepath ist Nullwellen. Ganz ruhig. Was sind nur 20 EMP-Ladungen? Was willst du von mir? Ja, mein Kuhstrahl. Dieser Guter. So. Ist ja ganz gut gegangen, liebe Leute, oder? Was sagt ihr? Waffen-Upgrade, das nehme ich gleich wieder her, sonst vergieß ich es. Auf den Kuhstrahl. Bewegungsschussdauer. Verlängert die Schussdauer. Nein, du die Stärke. Okay, Frage ist, kann ich da runterfliegen? Nee, da ist so Dings, oder? Wow. Dann ist da lauter Weber da unten. Oder, nein, das sind Zystoiden. Ich hoffe, ich muss da nicht runter. Da habe ich einen Code. Aber den heben wir uns noch auf. Ich komme. Geschützt Effekt. Okay. Ja, Radioaktivität. So, da bin ich ja rausgekommen, ne? Die Radioaktivität ist ein bisschen doof, ne? Ich weiß eigentlich, wenn ich da raufschieß. Ja. Was? Herstellung mit Hilfe von Back. Finde die Zentralspeicherung. Entriegle die Türen. Mann, ich mag da nicht unten rein. Wirklich nicht. Achtung, Entschuldigung. Operator nähert sich. Drüben war ich bei dem Typen da schon? Fehler. Charakteranpassung benötigt. Das ist nämlich ein bisschen eng mit meiner Radioaktivität, aber ich muss ja irgendwas haben, oder?
Pillen gegen Strahlen, das ist ja. Ich nehme mal eine. Ja! Nice, ich bin drinnen! Wie habe ich das gemacht? Aber Stochkopf da, was ist das? Wow, geil. Okay, wenn ich jetzt wieder jeden Scheiß mitnehme, ne? Ah, schaut's mal. Oben scheint sie sich durchkommen. Na gut, jetzt warte mal. Zentral Zugang gewähren. Sicherheitsteilung 1. In der Zentralspeicherung herrscht Schwerelosigkeit. Nein, bitte nicht. Bei einer Temperatur von 1 Grad Celsius. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsprotokolle im Sicherheitsleitfaden der Zentralspeicherung. Kritischer Türfehler. Trigger die Tür. Haben wir erledigt. Betritt die Zentralspeicherung. Jetzt habe ich keinen Strom mehr. Na toll. Programme. Bereichskarte. Nice. Danke. Da die Treppen, da hätten wir eh die Tür, also den Code. Besatzung. Hoppala. Okay. Bitte geh da durch. Mann, die Radioaktivität. Was passiert denn, wenn ich radioaktiv bin? Stirbe ich dann einfach? Weiß ich nicht. Okay. 6, 3, 8, 2. Oh. Operator nähert sich. Hi. Oh Mist, in dem anderen Raum war ja... Okay, das muss man merken, da war ja oben der kleine Schacht, wo wir durch haben gekannt. Ich komme. Da liegt ja viel. Bei Chief Show melden. Für Feuerwaffe unterschreiben. Anzeigen auf Manipulation überprüfen. Gebiet patrouillieren. Alle Räume überprüfen. Jemand finden, der Fenster des Sicherheitsraums putzt. Akande, wer hat Ihren Antrag auf Schrotpatronen genehmigt? Wir sind uns einig, dass hier irgendwas drin ist, aber machen Sie bitte die Ausrüstung nicht kaputt. Daniel Show. Jetzt sonst meine. Der Sternenbeuger-Zyklus, Band 1, die Dunkelstern-Anomalie. Kaiserin Turmalin starrt in ihrem Spiegelbild vorbei in das tiefe Schwarz, ihre kantigen Gesichtszüge umgrenzt von der Hauptaussichtskuppel des Großkampfschiffs Shadowfrax. Der königliche Astronom räusperte sich.
Außerdem, Eure Majestät, wird die Dunkelstern-Anomalie an Schwung zunehmen, sobald sie erste Systeme verschlingt. Innerhalb weniger Monate wird die gesamte Galaxie verschwunden sein. Ab diesem Zeitpunkt wird die Anomalie über genügend Masse verfügen, um weitere Galaxien in ihren Schlund zu reißen. Also sowas wie ein schwarzes Loch, oder nicht? Ich schätze, Sie möchten mich bitten, eine Expedition zum Aufspüren dieses Sternenbeuger-Prismas zu finanzieren. So wie Sie ständig über dieses Ding plappern, könnte es der Schlüssel für die Rettung unserer Galaxie sein, falls es überhaupt existiert. Eure Majestät, ich kenne nur einen Mann, der wahnsinnig genug ist, diesen Angriff zu nehmen. Ihr meint doch nicht etwa Trevor Pulsar. Das haben wir auch schon mal gelesen. Akande. Sie ist der Neiche, ne? Theoretisch könnte man da oben ja Ahi. Hey, da ist bestimmt irgendwas Cooles oben. Bewege mich. Mimik? Ist der bei mir drinnen? Nein, der ist auf der anderen Seite. Hoppala. Da rührt schon gern da rauf. Vor allem ist aufgefallen, immer wenn wo so rotes Licht oder so ist, da ist immer irgendwas. Und da ist überall rotes Licht. Was ist denn mit der Musi? Hör bitte, hör auf. Sprachsynthese und Erzeugung natürlicher Sprache. Sprachkonvertierung ermöglicht Synthesesysteme die Erzeugung von Sprache auf Basis einer Quellstimme oder vollkommen neuer Stimmen, ohne umfangreiche Aufnahmen und vorherige Bearbeitung. Die Qualität der daraus resultierenden Stimme hängt von den Trainingsdaten, der Genauigkeit der Konvertierungsfunktion sowie Beschränkung der Prozessorleistung ab. Ah, das haben wir ja schon gefunden unten. Nice. Der ist nicht mehr ganz frisch. Hallo, Ivy. Benin ist mal wieder um meinen Schreibtisch geschlichen und hat nach Ratten gesucht. Der ist so schräg. Ich meine, im Ernst, Ratten im Weltall? Hat sich wie ein Großstadtbulle aufgeführt. Eilmeldung, heute keine Verbrechen im All. Wir sollten ihn echt nach Hause schicken. Du solltest nicht mehr mit ihm reden. Mir gefällt nicht, wie er dich ansieht. Und hast du den Fabrikatorplan gekriegt, den ich dir geschickt habe? Du musst einfach das Spiel mit mir spielen. Alle anderen sind auch dabei. Spiel mit mir, Schätzchen. Oh. Wir müssen fix darauf. Ich freue mich schon drauf. Da müssen wir A rein. Ich kann da rüber. Was ist das? Confidential Records. Na, da komme ich nur mit Hacken rein. Das ist aber so ungut. Zack! Ja, da ist Werfen gestanden. Maustaste 1. Gottes für nur Scan. Erkannte Benin. Scan abgeschlossen. Ein Weber. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Tja. Ich habe
Conny das schummeln? Es ist sehr laut. War das Spielleben verloren? Wow. Der hat ihn jetzt verwandelt. Das ist ja zart. Die werden davon Blitz attackiert. Ja, nice. Jetzt habe ich eh noch mehr Ärm. Das ist ja mal ganz cool. Schauen wir nur noch geschwind. Weber. Null Wellen. Ich schieße auf den einfach drauf, oder? Ja, ja, da bin ich. Oh, jetzt hat mich der Strom, glaube ich, erwischt. Isst man mal ein bisschen was, würde ich sagen. Ich schaue halt immer, wo ich am wenigsten habe, dass ich es gleich hernehme. Dass ich halt dann gleich wieder Platz im Inventar habe. Na gut, dann nehme ich das jetzt auch noch her. Komm schon! Weber! Da bin ich! Hey, komm schon! Ja, ja. Da kommt nicht her, wer genau weiß, dass das da gefährlich ist wahrscheinlich. Brauche ich jetzt dann später mal einen Recycler oder so? Cool! Hat zwar ein bisschen gedauert, ne? Bis ich den jetzt erledigt gehabt habe, aber... Ah, da geht's raus.
Ja, raus mag ich eh nicht. Ja, komisch, was ist denn dies da jetzt? Da ist gar kein Medikit mehr drinnen. Das ist ja gemein. No. Neuromat, nice. Komisch, für was ist der Raum da gut? Ich kann da hoch, schaut mal. Vielleicht sollte dieser Tor. Natürlich hat mich der da erwischt. Mann, schieß doch, ich bin gleich tot. Ich gehe da wieder raus. Weil ich glaube, ich komme da auf einen anderen Weg auch oben rein. Also ich glaube, das ist halt ein alternativer Weg dadurch. Und von oben. Dann hätte ich halt da nicht durchgemessen, aber naja, weiß ich nicht. Also da haben wir ja den Code, glaube ich, oder? Nee, gar nicht. Einen Code habe ich ja unten schon hergenommen.